Jo, moin moin, liebe YouTube-Süchtigen. Euer Hans-Dieter hier. Ja, wie ihr seht, ich bin hier in so einem kleinen Waldabschnitt und ich habe heute mal das Gerber Bärs Beil bei mir und ja, wollte mal so testen, wie es sich damit arbeiten lässt, ob es was taugt. Dann haben wir hier im Hintergrund noch ein paar Kiefern. Da will ich nachher mal gucken, ob ich da noch ein bisschen Kienspan finde. Auf jeden Fall bleibt dran. Ich guck mal, ob das Ding was taugt, ob es sich lohnt, sowas zu kaufen. Also ich bin bis jetzt da ganz gut mit zufrieden, aber jetzt mal so richtig im harten Einsatz, wollen wir mal eben sehen. So, bleibt dran, bis gleich. Ja, also ich habe das jetzt ziemlich scharf. Sorry für die Qualität, ich habe hier bloß meine Actioncam mit. Also könnte sein, dass der Ton nicht allzu gut verständlich ist. Also das, weil das habe ich wirklich sehr scharf im Moment. Und da wollen wir doch mal eben sehen, was das bringt. So, ich habe jetzt so einen kleinen Ast hier und wollen mal gucken, ob wir den einigermaßen durchkriegen. Also. Wunderbar, muss man ganz ehrlich sagen. Auch so kleine Ästchen kann man da wunderbar mit abhauen. Ne? Also, wie gesagt. Also den Test hat es auf jeden Fall bestanden. Jetzt haben wir hier noch mal so ein bisschen was Dickeres. Und wollen mal gucken. Wie ihr seht, wunderbar. Also, es reicht auch, solche Äste abzuhauen. Und ich glaube, viel was Dickeres braucht man im Autoeinsatz eigentlich nicht. Also zum Lagerbauen oder sowas. Aber auch etwas Dickeres würde garantiert noch gehen. Ja, jetzt noch hier, ich suche noch ein bisschen Kienspan und auch da ist das wirklich gut brauchbar für. Ich habe hier eine kleine Wurzel. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ich muss mal eben so. Ich habe hier noch eine Wurzel gefunden. Hier liegen auch überall noch kaputte Kiefern rum. Hier habe ich zum Beispiel auch so eine Wurzel gefunden, wo man schon sieht, dass da so ein bisschen hart drin ist und auch hier seht ihr, ist das Beil relativ gut brauchbar für.
scheint was zu werden. Also mein Fazit zu dieser Gerberbeil, wirklich gut. Es hat jetzt auch noch keine großartigen Ausbrüche. Und ja, ich gucke noch mal eben, wie es jetzt noch Papier schneidet. Ich habe da jetzt noch ein paar Ästchen mit kaputt gehauen und ein paar Wurzeln aufgehauen. Und ja, wollen wir mal eben gucken, wie es dann noch Papier schneidet. Und hier mein kleiner Test. Ein bisschen sauber machen. Also es scheint auch noch sehr scharf zu sein. Und ja, es schneidet immer noch wunderbar Papier. Gut, ich schätze mal, rasieren kann man sich da nicht mehr mit, das ist ganz klar. Aber ja, das braucht man mit einer Axt auch nicht unbedingt. Also mein Fazit zu diesem kleinen handlichen Beil, muss ich sagen, super als Ergänzung. Gut, man kann damit auch, wie ihr gesehen habt, einigermaßen große Äste zerhacken oder kürzen oder anspitzen. Das ist alles kein Problem. Aber es ersetzt immerhin keine hochwertige Axt. Man muss dort ein bisschen mehr Kraft aufwenden, als wenn man eine Axt mit einem größeren Griff hat. Aber durch diese schlanke Form ist es zum Feuer, also ein Kleinholz fürs Feuer oder für einen Hobo zu machen, optimal. Und ja, also ich habe meinen Kauf nicht bereut. Finde, das ist ein wunderbares Teil. Und ja, das ist mein erstes Fazit dazu. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen auf der Suche nach Kienspan gehen, wenn ich nun gerade hier bin, wo es dann doch noch so viele Kiefern sind. Und ja, wenn ich mir das schöne dunkle Holz hier so angucke, dann sehe ich wohl, dass es hier auf jeden Fall Erfolg auf Kienspan gibt. So, in dem Sinne, ich würde sagen, man sieht sich im nächsten Video. Euer Hans-Dieter. Tschüss. Ja, nochmal anschließend Test. Nach der Benutzung habe ich da jetzt, ich habe nichts nachgeschliffen, gar nichts. Habe die bloß ein bisschen sauber gemacht. Und ja, ihr könnt jetzt ja sehen, man kann selbst noch kleine, ganz kleine Späne machen beim Kienspan, ohne großartigen Kraftaufwand, kann da wunderbar arbeiten, auch so, dass die Griffigkeit ist wirklich wunderbar. Also, wie gesagt, 100%ig.